Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, ich korrigiere jetzt einen weiteren Fehler, den ich begangen habe. Stellt das natürlich auf und einen Gegenstand werden wir uns ganz flotti karotti kaufen. So einfach ist das. Dieser Händler war, glaube ich, da unten. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, meine Dame. Was kann ich für Sie tun? Großzügiges Trinkgeld. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben um 25%. Verzögert den Liefertermin von Shop-Anfragen. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Verlängert die Öffnungszeiten des Shops. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange um 10. Jeder Besucher legt seiner Zahlung ein großes Trinkgeld bei. Erhöht die Geschwindigkeit der Besucher. Da gefällt mir das ehrlich gesagt gut. Ich könnte mir alles kaufen, oder? Das ist jetzt nicht so sonderlich teuer. Okay, das hier ist teuer. Nehmen wir das mit dem Trinkgeld. So, viel mehr Kohle. So, dann schmücken wir mal unseren Laden. Dum, dum. So, was haben wir denn da? Das ist nicht das Richtige. Ist das dann hier dabei? Ich bin verwirrt. Habe ich nicht gerade eben... Vielleicht habe ich schon etwas gekauft, was ich noch nicht verwenden darf. Nee, keine Ahnung. Hier auf jeden Fall... besseres Trinkgeld. Da drüben haben wir, glaube ich, ein schlechteres Trinkgeld, ne? Nur 10%. Da werden wir die Öffnungszeiten verlängern. Probieren wir es mal so, oder? So, haben wir etwas, das wir hier reinschmeißen können? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da wir handeln, ja, um Himmels Willen, ich hätte fast die Notizen vergessen. Schock, schwere Not. Boah. So. Sowas wie Staub und das wäre halt cool gewesen, ne? Hier vielleicht noch irgendwo Staub. Ein Stück wäre cool. Nicht so wirklich, ne? Für den Schnäppchenladen. Das muss es halt ein neuner sein. Schaut, glaube ich, nicht so gut aus. Na, egal. Rein. Und dann holen wir uns noch irgendwas von Wert. Und dann passt es schon. Ich würde sagen, den. So. Dann öffnen wir den Laden wieder. So. Hereinspaziert. Wir haben Ihre Lektüre, die Sie gerne hätten. Könnte auch sein, dass ich mich gerade im Tag vertan habe. Tatsächlich, es ist erst der 17. Hoppala. Dann tue ich die Notizen besser wieder weg. Stimmt, ich musste ja extra
den Laden öffnen, weil wir arm die Kirchenmäuse sind. Ja. Hallo, die Damen und die Herren. So, her mit der Marie. Kommt da nicht schon wieder Dieb? Ich glaube, ich bin. Okay, da geht sich vielleicht noch aus. So. 500er Stück, wissen wir, ob es passt. Den Kerl da müssen wir im Auge behalten. Schon. So, jetzt müssen wir schnell verkaufen. Dankeschön. Dankeschön. Sag bloß, das Holz ist immer noch zu teuer. Tatsächlich. Hoppala. Dann können wir theoretisch noch was Neues geben. Und zwar das hier. Ich würde sagen, machen wir auf 500 einmal das Stück. Das hier und das hier, würde ich sagen, machen wir auch mal 500. So. Ui, das hat verärgert. Ich glaube, das liegt an dem hier. Machen wir es vielleicht doch mal bei 10.000. Jetzt ist das Holz immer noch zu teuer. Und das hier auch noch? Tatsächlich. Unglaublich. Ah na, das Schwert möchte ich gern in die Vitrine oben ausstellen. Da ist jemand verliebt. Dankeschön. Dankeschön. Ui, da ist jemand mehr als sauer. Das ist ihm definitiv zu teuer. Wir müssen mal mit 3000. Wo bin ich? Da. So. Ja, ich habe mich gerade nicht ausgekannt. Da scheint es recht viel zu geben. Ich probiere es mal mit 100er Stück. Ist wahrscheinlich zu billig, aber naja. Nein, das ist das falsche Holz. Das wäre gut. So. Da probieren wir es mal mit 1700. Ui, da hat jemand was für sich entdeckt. Servus. Da hat jemand was gefunden. Dann können wir hier das Großschwert, also das Titanenschwertchen, hier mal probieren reinzugeben. Das werde ich aber allerdings, ich probiere es mal mit 7000. Ui, da ist eine Anfrage. Nährboden hätte er gern. Ja, können wir machen. Das heißt, wir müssen in den Wald tanschen. Sauer. Das ist ihm immer noch zu teuer. Probieren wir es halt einmal so. Das ist ihm zu teuer, das Schwert. Okay. Probieren wir es mal mit 6000. So. Er wollte Nährstoff haben, also Nährboden. Nährstoffdingens, bla bla. Das können wir mal geben. Da würde ich auch sagen, machen wir mal mit 500 das Stück. Dankeschön. Wobei, die Dinger sind ja auch recht wertvoll, ne? Machen wir vielleicht noch 1000er dazu. Ui. Schnäppchen gefindet. Das Schwert ist zu teuer.
nochmal 1000 runter. Freut mich, dass es dir gefällt. Auf Wiedersehen. So. Das wollte ich nicht. So. Ich würde sagen 1100. Das ist ihm auch zu teuer. Dann machen wir mal 9000. Ein Dieb. Hab dich erwischt, gerade so noch. Boah, das war jetzt aber mehr als knapp. Das war jetzt mehr als knapp. Dann haben wir noch einmal lecker Obst. Danke für den Einkauf. Ui, jemand hat sich für Schwert entschieden. Das freut mich. Danke. Danke. So, was können wir denn noch anbieten? Ganz neu im Sortiment hier auch das hier. Das gehen wir auch mal mit 2000 rein. Darüber hätten wir noch Platz. Ist gut. Dann probieren wir es mit 25. So. Da ist wieder was zu teuer. Ich vermute das hier. So. Dankeschön. Dankeschön. Da ist schon wieder jemand bitterst enttäuscht. Das, wow, Alter, ich komme nicht mehr nach. So, das Tarim ist zu teuer. Machen wir es mal mit 6000, wahrscheinlich dann zu billig. Ich glaube, wir sind fertig für heute. Schaut zumindest danach aus. Ihren Preis festgelegt. Probieren wir es mal damit, das nächste Mal. Gut. Mal schauen. 152.845. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gut. Das heißt, wir hauen das wieder weg. Ich muss kurz schauen, ob ich diesen Nährboden habe. Schaut nicht wirklich aus, ne? Da drüben glaube ich auch nicht. Da oben auch nicht. Nein. Gut, wir müssen Nährboden sammeln gehen. Passt. Weil das ist ja der Dünger, ne? Kurz mal einen Blick. Kann man hier Wunschliste? Golem-Dungeon, Wald-Dungeon. Wo war denn der Nährboden? Hier. Ich hoffe, dass wir den in den Kisten finden. Gut, dann marschieren wir gleich in den Wald-Dungeon. Wir haben alles. Ja. Das sollte für unser Kinderspiel sein, so stark wie wir jetzt sind. Hallo. Doch zuvor möchte ich schauen. Das würde gehen, ja? Bitte, ja? Passt. Und das wird auch gleich verzaubert.
Und dann können wir aufbrechen. So, mit einmal verzaubern. Wow, das geht sich gerade so aus. Das machen wir später. Beim nächsten Mal. Jetzt habe ich noch zu wenig Geld, weil sonst kann ich nicht mehr aus dem Dungeon teleportieren, wenn ich das müsste. Werden wir nicht so machen. So. Also, wir gehen in den Waldtempel. Wir brauchen Nährboden. So, ein Schlückchen. Auf euer Wohl. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal. Das war schon einmal die falsche Abteilung. Ja, dann geht's weiter. Das ist das erste Mal, dass es da weitergeht, oder? Ah ja, die Anhänger. Das ist das erste Mal, dass es bei dem Raum weitergeht. Sonst war das immer eine Sackgasse. Ja, warum nicht? So, zack, zack. Also der hat gesessen, bei aller Liebe. So, was haben wir denn da? Zack und zack. Ich denke mal, dass wir den Nährboden Stufe 3 oder so, denke ich mal, kriegen werden. Da ist nichts, okay. Zack, zack. Na. Passt. Und rauf hier. So. Bei mir kommt vor, dieser Nährboden war... Kommt mir vor, war in Kisten. So, nichtsdestotrotz werden wir uns alle Ebenen vornehmen. Ja. Ist, glaube ich, eine gute Idee. So, mit einem Schlag ruiniert, so hört sich das so. Zack. So, das nehmen wir natürlich alles gerne mit. Zack. Wir könnten ja auch anfangen, wieder in den Golem Dungeon zu gehen. Und zum Beispiel Waffen und so zu machen. Alter Schwede. Immer noch schön Notizzettel gibt. So. Nochmal. Schade, nur Dünger. Kein Nährboden. Der hat viel getroppt. So. Nächster Raum. So. Nächster Raum. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal, was ist. Da ist auch was. Super. Das ist ja wie eine Funkgrube, dieses Stockwerk hier. So. Okay, das scheint schon gewesen zu sein. Das heißt, die wechseln das Stockwerk. Ja, einmal gesund machen, sehr gut. Zack.
Ram, bam, bam, bararam. So, es wäre schon eine Überlegung wert, aus dem Dungeon kurz zu verschwinden, unsere Taschen zu leeren. Aber ich glaube, ein bisschen dürfen wir uns noch, glaube ich, ein bisschen dürfen wir uns noch ausreizen. Das hier ist interessant. Für das habe ich leider keinen Platz dabei. Hoppala, das wollte ich nicht. Das heißt, das ist dann beim zweiten Mal, wenn wir das ausgeleert haben, dann kommt das dran. So. So. Okay, kein Platz mehr für nichts. Lass mich so. Zack, zack. Zack. Der hat eine Waffe. Okay. Der hat eine Waffe. Die lasse ich natürlich nicht liegen. Schluck. Zack. Die nehme ich auf alle Fälle mit. Da, da, da. Zack, zack. Und zack, zack. So. Das mit dem Nährboden wird echt eine schwere Sache. So, viele Fragezeichen. Okay. Den vernichten wir wieder. Die werden wir los. Was haben wir hier? Flucheffekt wird aufgehoben. Ah, ich sehe schon. Können wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen? So. Können wir da jetzt irgendwas stapeln? Nicht so wirklich, ne? Schade. Naja. Dann gehen wir halt weiter. So, okay, das hat... Das hat auch nicht Platz, gescheit. Schon ein bisschen ärgerlich. Wie schaut man aus mit der Zeit? Ich muss immer schauen. Wenn wir zurückgehen, müssen wir Handel treiben. Was eigentlich wurscht wäre. Dann gehe ich nochmal zum Eingang zurück. Stelle hier das Portal auf. Dann können wir direkt hier wieder her. So. So. Und. Sehr gut. Ja. Passt ja schon mal. Dann darf ich jetzt nicht vergessen, jetzt brauchen wir diese. Diese Notizen. Servus. So. Das kann aber ruhig mal weg. So. Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, der ist was wert. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die, ja, 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 natürlich. Dann, wer hier
eh schon fast Kamott, das in die andere Kiste zu packen. Ich nehme das jetzt mal mit. Pack das hier rein. In der Hoffnung, dass sich hier noch was stapeln tut. Bam. Halt, das ist die falsche Tour. Die wollte ich haben. So. Zack. Jetzt können wir mit der Ruhe schauen, ob noch irgendwas Brauchbares dabei ist. Das zum Beispiel, das zum Beispiel. Das zum Beispiel, dieses, jenes, das und das und das. Von mir aus. So vielleicht. Ah, da fällt mir ein. Eines weniger wegen. Notizen. So, passt. Dann können wir den Laden. Warte. Können wir da jetzt reinhauen? Ich glaube schon. Oder? Ist, glaube ich, noch zu früh. Ist noch zu früh. Wegen die Preise und so weiter. Da würde ich sagen, wir öffnen den Laden. Und können uns gleich mal hier hinstellen, weil. Bitteschön, haben wir geschafft. Die Landschaftsgärtner-Notizen sind alle vollzählig. Vielen Dank. So. Dam, bam, 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 bam. Dam. Düdel, 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 düdel. Da freut sie sich, das ist schön. Dankeschön. So. Dann können wir das mal wieder reingeben. 400. Ist gut, gehen wir ein bisschen weniger. Dankeschön. So. Das müsste ich fast behalten. Das möchte ich gerne in die Vitrine geben. Können wir die mal wieder hergeben? Die sind, okay, die sind nicht so wertvoll. Aber 60. Ich würde sagen 64. Noch zu teuer. 400. Ui, ein Dieb. Hab dich erwischt. Du Gauner. So. Okay, die hat was total Interessantes entdeckt. Die ist gleich ausgerastet, Vollgas. Ist ja schön. 2000 passt. Das werde ich hergeben. Ich fange mal wieder an mit 500 Stück. Da wollte ich raufgehen. So. Ui, da hat jemand Gefallen gefunden. Da werden wir die wieder reingeben. Ich würde sagen, Dankeschön. Da drüben hat jemand was gewählt. Da werde ich das hingeben. Ich würde sagen, machen wir auch mal 3000 das Stück. Ich habe keine Ahnung. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Da war jemand irgendwas zu teuer. Ich habe es noch gehört. Das Stück. Machen wir es lieber mal so. Oder ist. Oh, ich glaube, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Irgendwas hat sehr. Okay. Die sind weggegangen mit den Warmsemmeln jetzt. Hm? Die darf ich durchaus teurer verkaufen.
Ui, das ist jetzt zornig. Da haben wir einen Dieb. Muss ich gerade aufpassen. Hab dich. So, können wir wieder ausstellen. Okay, das ist wieder irgendwas zu teuer. Aber was? Okay. Eine Anfrage. Landschaftsnotiz. Boah, die gehen weg wie die warmen Semmel, ne? Können wir auf Farben gehen? Ist ja irgendwie unglaublich, oder? So, die gehen wir her. Drüben. Und das hier. Dankeschön. 8000 sind scheinbar immer noch zu teuer. Oder waren das jetzt die hier? Ah, das waren die hier. Okay. Die hier sind auch noch immer zu teuer. So. Hier würde ich auch sagen 500er Stück. Hier würde ich auch sagen 500er Stück. Ein Dieb. Hab dich. So. So ein Gauner. Ui, da freut sich jemand. Ui, da freut sich wieder jemand. Okay, die sind mit 100 einfach zu billig. 200 tue ich jetzt. Weiß man nicht, ob das so passt. Danke für den Einkauf. Dankeschön. Dankeschön. Merci, Cherie. Nochmal danke. Alter. Da auch. So, so. Und das. Halt. Sind 5 Euro zu billig? Ich weiß es nicht. Okay, der Sand ist zu billig. Dieses komische Wüstendings da ist auch zu billig. Dankeschön. Dankeschön. Okay, die Klaue ist auch weg. Die Waffe, die wir gefunden haben. Sehr gut. Dankeschön. So. Das war's. So, was haben wir denn heute verdient? Verkauft haben wir einiges. 221.473. Ist das jetzt neuer Rekord? Ich glaube, oder? Auf jeden Fall ist das sehr, sehr viel. Gut. Wir kontrollieren. Samen für die nächste Mission haben wir. Das heißt wieder für uns ab in den Walddungeon. Aber zuvor können wir unsere Ausrüstung verzaubern lassen. Das geht jetzt nämlich. So. Und dann machen wir Schluss für heute. So. Verzauberungen. Ja. Ja. Wusch. Das war's. Mehr ist nicht. Okay. Passt. Dann gehe ich noch schnell mal rein in den Dungeon, um zu speichern. Und
Beginnen werden wir dann im nächsten Part wieder im Laden wahrscheinlich oder im Dungeon werden wir sehen. So. Wahrscheinlich im Dungeon. Und zwar im Wald-Dungeon. Da haben wir jetzt nämlich noch eine Mission zu erledigen. Hoffentlich... Oh, ich habe mich vertan. Ich hätte müssen hinten das Portal nehmen, ich Idiotin. Ups. Das habe ich voll vergessen. Egal. Na gut, ihr Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns